An Tag 1 spawnte ich als Babyroboter. Wow, ich bin ein kleiner Roboter. Aber wo bin ich? Warum bin ich in einem Käfig? Ich schaute mich um und sah, dass ein paar andere größere Roboter in der Nähe waren. Das müssen meine Eltern sein. Ich beschloss, sie zu fragen, was wir hier machen. Aber bevor ich sie fragen konnte, öffnete sich die Tür des Käfigs und eine riesige Ratte kam rein. Also gut, ihr Junkies, Zeit an die Arbeit zu gehen. Wir haben es satt, Befehle von dir entgegenzunehmen. Wir können nicht länger zusehen, wie diese Fabrik die Welt verschmutzt. Du glaubst, du kannst dich gegen uns erheben? Klingt, als müsste ich dir eine Lektion erteilen, Kumpel. Die Ratte stürzte sich nach vorne und kämpfte mit meinem Robotervater. Während sie kämpften, kam meine Robotermama neben mir her. Zozo, die Tür ist offen. Mach schnell und verschwinde. Aber ich verstehe nicht, warum wir für diesen Typen arbeiten. Was machen wir hier? Wir haben keine Zeit für Erklärungen. Aber er ist nicht derjenige, der für das alles zuständig ist. Ich hoffe, du triffst nie seinen Chef. Und jetzt beeil dich, verschwinde. Und ich nutzte die Gelegenheit, um zur Tür hinauszurennen und zu entkommen. Als ich wegfuhr, drehte ich mich um und sah, wie die Ratte meinen Vater vernichtete. Papa, nein! Ich überlegte, ob ich zurückgehen sollte. Aber ich bemerkte, dass ich nur 6 Herzen hatte. Wenn ich gefangen genommen oder getötet würde, wäre das Opfer meines Vaters umsonst gewesen. Als ich wegfuhr, bemerkte ich, dass ich gerade aus einer riesigen Fabrik geflohen war. Aus ihr stoßen große Rauchsäulen auf. Ich haue besser ab, bevor diese Ratte auftaucht oder noch schlimmer, sein Chef. Ich bin weggefahren, als ich plötzlich anfing zu piepen und mein Akku leer wurde. Oh nein, mein Akku wird in 30 Sekunden leer sein. Was ist denn hier los? In Panik fuhr ich rückwärts ins Sonnenlicht und sah, dass sich mein Akku sofort wieder auflud und voll wurde. Puh, das war gruselig. Ich muss ein solarbetriebener Roboter sein. Ich muss aufpassen, dass ich im Licht bleibe. Ich fand bald einen guten Platz, um einen Unterschlupf für die Nacht zu bauen und errichtete schnell einige Wände. Ich achtete darauf, das Dach offen zu lassen, damit ich morgens wieder geladen werde. Am zweiten Tag wachte ich mit einer vollen Batterie auf und die Sonne schien in meiner Unterkunft. Sieht so aus, als hätte mich mein Unterschlupf sicher durch die Nacht gebracht. Aber ich muss heute noch eine Menge herausfinden. Angefangen mit der Rettung meiner Mutter, falls sie noch lebt. Ich wusste, dass ich nicht in der Lage sein würde, zurück in die Fabrik zu kommen, ohne mich vorher zu schalten. Da bemerkte ich, dass mein Arm ein Dauerbohrer war. Ich wette, ich kann mit diesem Arm alle möglichen Blöcke zerbrechen. Ich werde versuchen, etwas Nachschub zu holen. Ich trat aus meiner Basis, als ich plötzlich von einer Art kleinem Tier angegriffen wurde. Aber was zum Teufel bist du? Das sah aus wie eine Art mutierter Hase. Könnte das von den Chemikalien in der Fabrik kommen? Ich muss die Augen offen halten. Mein Bohrarm war aber ziemlich praktisch. Also beschloss ich, eine Mine in meiner Basis zu bauen. Ich bohrte in den Boden und sah, dass ich einen Haufen Blöcke auf einmal zerbrechen konnte. Wow, der Bergbau wird ein Kinderspiel sein. Ich war dabei zu graben. Und mein Batteriealarm ging wieder aus. Ich war so aufgeregt über meine Bohrmaschine, dass ich fast vergaß, dass ich in der Sonne bleiben musste. Sieht so aus, als müsste ich viel strategischer vorgehen, wenn ich die Sonne verlassen will. Ich ging zu einem nahegelegenen Hügel, auf dem einige Bäume wuchsen, und sammelte Holz und Steine. Dann stellte ich einen Basteltisch auf und fertigte eine Axt, eine Schaufel und ein Schwert an. An Tag 3 beschloss ich, noch ein bisschen weiter herauszugehen, um zu sehen, ob ich noch mehr Vorräte finden konnte. Ich wusste, dass ich noch nicht stark genug war, um meine Mutter zu befreien. Als ich mich einer nahegelegenen Höhle näherte, sah ich etwas Seltsames darin. Was ist das? Es sieht so aus, als ob darin ein deaktivierter Roboter ist. Seine Batterie muss leer sein. Als ich näher kam, um das zu untersuchen, wurde ich von einem Mutantenschwein angegriffen. Boah, geh zurück! Die Mutantenschweine waren aus dem Nichts aufgetaucht, aber ich konnte sie schnell abwehren. Als sie verschwanden, sah ich eine ganze Horde von Schweinen über den Hügel kommen. Ich muss hier weg! Als ich wegfuhr, konnte ich nicht anders, als mich zu fragen, was mit den ganzen Tieren passiert war und wer das in der Höhle war. Vielleicht würden sie mir im Kampf helfen können. An den Tagen 4 bis 5 war ich auf der Flucht, als ich über ein kleines Bauerndorf stolperte. Aber mir fiel auf, dass keine ihrer Feldfrüchte wirklich zu wachsen schien. Ich beschloss, mehr Informationen zu bekommen und machte mich auf den Weg zu dem Haus auf dem Hügel. Hallo, ist jemand zu Hause? Die Tür öffnete sich und ein Bauer trat heraus. Hallo, ich versuche herauszufinden, was hier vor sich geht. Was ist mit deiner Ernte los? Sie erklärte, dass der Smog aus der Fabrik kommt, ihre gesamte Ernte vernichtet. Der Smog verwandelte auch die Tiere. Es muss etwas geben, was wir tun können, um das zu verhindern. Sie erklärte, dass die einzige Möglichkeit darin bestünde, den Chef der Fabrik, Fat Cat, auszuschalten. Aber alle hatten zu viel Angst, um sich der Fabrik zu nähern. Nun, ich war schon mal dort. Ich kann mich nähern und sehen, was ich noch herausfinden kann. Danke für deine Hilfe. Ich fuhr in Richtung der Fabrik. Hoffentlich konnte ich etwas Neues lernen, bevor ich versuchte einzubrechen. An den Tagen 6 bis 8 machte ich mich auf den Weg zurück zur Fabrik. Als ich die Spitze eines Hügels erreichte, stieß ich auf ein mutiertes Schaf. Aha, noch einer. Nimm das, du gruseliger Schafskopf. Mit Hilfe meines Schwertes konnte ich ihn zu Fall bringen. Der Bauer hatte recht. Der Smog macht alle Tiere verrückt. Ich setzte meinen Weg fort, als ich auf einen Zombie stieß. Als ich ihn angreifen wollte, bemerkte ich, dass er etwas Interessantes in der Hand hielt. Sind das Roboterketten? Ich bin sicher, du hast nichts dagegen, wenn ich sie dir abnehme. Nach ein paar Schlägen war er am Boden und ich hatte recht. Ich habe sie aufgesammelt. Oh schön, diese Mark 1 Ketten geben mir eine bessere Panzerung. Sie geben mir auch einen Geschwindigkeitsschub. Jetzt komme ich mit meiner begrenzten Batterie viel weiter. Am Tag 9 und 10 rollte ich vor die Tore der Fabrik und warf einen Blick hinein. Auf dieser Seite sehe ich nicht viel. Die Arbeiter müssen drin sein.
Ich schaue mal, ob auf der anderen Seite etwas ist. Als ich mich der anderen Seite näherte, konnte ich sehen, wie jemand in einem Anzug einen Roboter anschrie. Der Anzug, das muss Fat Cat sein. Ich schaute in den Hof und sah, wen er da rief. Es war meine Mutter. Wir wissen, dass du dem kleinen Roboter geholfen hast zu entkommen. Du wirst Überstunden machen, bis wir ihn finden. Meine Mutter hat nichts gesagt. Sie war so tapfer. Aber wenn ich ihr helfen wollte, musste ich einen Weg finden, um hineinzukommen. In diesem Moment hörte ich, wie sich ein paar Kolben bewegten. Als ich über den Rand spähte, sah ich eine Öffnung in der Wand eines der Wachtürme und ein paar Ratten, die sich draußen unterhielten. Was hältst du von meiner Geheimtür? Ziemlich raffiniert, was? Jetzt können wir uns rausschleichen und die Arbeit schwänzen, ohne dass jemand es merkt. Perfekt, ich kann ihren Tunnel zum Rein- und Rausschleichen benutzen. Ich war immer noch nicht stark genug, um zu kämpfen. Als ich mich zum Gehen wandte, quietschten meine neuen Spuren und erregten die Aufmerksamkeit der Ratten. Hey, was war das? Die Ratten stürzten sich auf mein Versteck, aber dank meiner neuen Geschwindigkeit konnte ich entkommen, ohne dass sie mich sahen. An den Tagen 11 bis 14 war ich auf dem Rückweg zu meinem Stützpunkt, als ich bemerkte, dass die Sonne unterzugehen drohte. Ich begann eine kleine Hütte zu bauen, als ich plötzlich von einem riesigen mutierten Zombie angegriffen wurde. Heiliger Strohsack, der Typ ist riesig. Ich fing an, noch schneller zu bauen, konnte mich aber nicht konzentrieren, weil ich ständig vor dem Zombie weglaufen musste. Wenn er mich weiterverfolgt, schaffe ich es nicht mehr, mein Haus fertigzustellen, bevor die Sonne untergeht. Die Sonne ging immer weiter unter und bald piepte mein Akku. Oh nein, wenn ich nur... beenden. So sehr ich mich auch bemühte, ich konnte das Haus nicht fertigstellen. Alles, was ich tun konnte, war, mich in das unfertige Gebäude zu stürzen und das Beste zu hoffen. Mein Akku gab einen letzten Piepton von sich. An Tag 15 wachte ich auf, als mich ein unbekanntes Gesicht ansah. Guten Morgen, kleiner Freund. Wie geht es dir? Was ist passiert? Wer bist du? Keine Angst. Mein Name ist Gary und ich bin hier, um zu helfen. Ich habe es geschafft, dich zu packen, bevor der Zombie dich in Stücke reißen konnte. Danke, du hast mich gerettet. Oh, und was ist das? Hast du meinen Akku aufgerüstet? Das habe ich. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Aber ich hatte nur Teile zur Hand, mit denen du dich 60 Sekunden lang aufladen kannst, wenn du aus der Sonne bist. Wow, das ist toll. Woher wusstest du, wie man das macht? Meine Frau und ich haben früher in der Fabrik gearbeitet und Roboter gebaut. Genau wie ihr. Es war ein sauberer, sicherer Ort für alle. Und die Fabrik verursachte nicht die Umweltverschmutzung, die du heute siehst. Aber dann tauchte eines Tages Fat Cat auf und verwandelte die Fabrik in das Chaos, das du jetzt siehst. Er misshandelt die Roboter und lässt sie ununterbrochen arbeiten, was dazu führt, dass die Fabrik den Boden verschmutzt. Meine Frau und ich mussten um unsere Sicherheit willen fliehen. Wir planten, das Land vor der Fabrik zu retten, aber meine Frau wurde krank und wollte ihre letzten Tage damit verbringen, ihren Blumengarten zu bepflanzen. Sie verstarb bald darauf. Ich kann Fat Cat nicht allein erledigen und alle anderen haben zu viel Angst zu helfen. Aber wenn du bereit bist, mit mir zusammenzuarbeiten, können wir es schaffen. Es tut mir leid zu hören, was du alles durchgemacht hast. Lass uns diesen Kerl zur Strecke bringen. An den Tagen 16 bis 19 verließ ich Garys Haus und machte mich auf die Suche nach einem guten Platz, um mir eine Basis zu bauen. Nach einigen Suchen fand ich einen guten Platz. Zuerst rodete ich das Land, dann machte ich mich auf die Arbeit und legte ein Fundament. Dann errichtete ich Wände und schließlich baute ich die Basis selbst, wobei ich darauf achtete, Fenster in der Decke zu lassen, damit Licht eindringen kann. Als das fertig war, füllte ich das Innere mit allem, was ich brauchen würde. Home sweet home. Das erinnerte mich daran, was mit dem Roboter passiert ist, den ich in den Höhlen gesehen habe. Wenn ich nur ein bisschen stärker werden würde, könnte ich mich an den Mobs vorbeikämpfen und nachsehen, was los ist. An den Tagen 20 bis 22 wachte ich von Schafsgeräuschen außerhalb meiner Basis auf. Oh schön, ich könnte ihre Wolle benutzen, um ein paar Sachen zu bauen. Ich eilte zu meiner Basistür und sah draußen einen Haufen mutierter Schafe. Oh richtig, ich hatte vergessen, dass sie alle grün sind. Ich öffnete meine Tür und begann sie zu bekämpfen. Ich bemerkte, dass da auch ein Mutantenhase war. Ich habe sie alle ohne Probleme erledigt. Nach dem Kampf spürte ich einen Energieschub und wurde plötzlich zu einem größeren Roboter. Gut, ich habe sogar 4 weitere Herzen gewonnen. Ich sah mir meinen Bohrer genauer an. Er hatte jetzt eine Diamantenspitze. Ich beschloss, einen Test zu machen. Sieht aus, als könnte ich noch schneller Blöcke brechen als vorher. An den Tagen 23 bis 27 verließ ich meine Basis, um nach den Robotern in der Höhle zu sehen. Ich hatte keine Ahnung, ob sie noch da sein würden, aber vielleicht könnten sie uns im Kampf gegen Fat Cat helfen. Bevor ich zur Höhle zurückkehrte, hielt ich an einem verlassenen Minenschacht, den ich zuvor gesehen hatte. Ich brauche einen Weg, um den Roboter zurückzutransportieren. Also kann ich diese alten Schienen dafür nehmen. Ich hatte bald alle Schienen aufgesammelt und sah dann über die Klippe zur Höhle. Es sah aus, als wäre der Roboter noch in der Höhle. Also stürzte ich den Hügel hinunter und griff die Mutantenschweine an. Diesmal laufe ich nicht weg. Sie haben sich gut gewehrt, aber meine neuen Fähigkeiten waren zu viel für sie. Endlich! Jetzt kann ich den Roboter hier rausholen. Ich legte schnell ein paar Schienen, setzte den Roboter in einen Minecart und machte mich auf den Weg zurück zur Basis. An den Tagen 28 bis 32 hatte ich jetzt zurück zu meiner Basis geschafft, wo ich sah, dass Gary mehrere Kisten mit Vorräten in die Basis gebracht hatte. Gary, ich habe diesen Roboter in einer Höhle gefunden. Meinst du, du kannst ihr helfen? Ah, ich kenne dieses Modell. Sie nennen sich Eve. Gary warf einen Blick darauf und wusste sofort, was los war. Ja, es sieht so aus, als ob ihre Batterie kaputt ist. Sie muss in der Wildnis erwischt worden sein. Was können wir also tun? Glaubst du, du kannst sie reparieren? Nicht mit den Vorräten, die ich habe. Aber ich kenne ein Lagerhaus in der Wüste, in dem die Bauteile gelagert wurden. Ich kann dir sagen, wo du es finden kannst. Gary hat mir gesagt, wo ich hingehen soll. Doch bevor ich ging, habe ich die Basis etwas verbessert. Alles sah großartig aus. Und ich baute sogar eine funktionierende Zugbrücke. Hier wird niemand einbrechen.
An den Tagen 33 bis 36 wollte ich gerade aufbrechen, als Gary mich aufhielt und sagte, er wolle mich etwas fragen. Zozo, ich wollte dich mal fragen, warum bist du so nett zu allen? Ich wünschte, ich könnte den ganzen Ruhm für mich beanspruchen. Aber es gibt einen Roboter, zu dem ich wirklich aufschaue und der mich inspiriert hat, immer nett zu sein und zu helfen. Das ist großartig. Wir sollten eine Statue dieses Roboters bauen. Als Symbol für alle, dass es noch etwas Gutes auf dieser Welt gibt. Das wäre eine tolle Idee. Ich eilte los und fand ein paar nicht mutierte Schafe, die ich für den Bau verwenden konnte. Ich führte sie zurück zur Basis und setzte sie in einen selbstgebauten Pferch. Dann machte ich mich an die Arbeit für die Statue. Ich begann mit dem Sockel und machte mich dann an die Statue selbst. Nach einer Weile hatte ich den ersten Teil fertig. Das geht ja super voran. Wenn dir gefällt, was du siehst, dann abonniere den Kanal, damit du mein nächstes Abenteuer nicht verpasst. An den Tagen 37 bis 40 betrat ich die Wüste, um meine Reise zum Lagerhaus zu beginnen. Ich spüre schon, wie die Temperatur steigt, aber das bedeutet viel Sonnenlicht für meinen Akku. Als ich mich auf einen kleinen Hügel zubewegte, hörte ich vor mir ein seltsames Geräusch. Ich fragte mich, was das sein könnte. Als ich über den Hügel kam, sah ich eine Gruppe von mutierten Pferden, die mich angriffen. Aha, das fühlt sich so falsch an, gegen Pferde zu kämpfen. Nach einem harten Kampf konnte ich sie fertig machen. Ich habe es geschafft, aber diese Mobs wurden immer härter. Ich muss einen guten Platz finden, um mein Lager zu bauen und ein paar Upgrades zu machen. Wer weiß, was im Lager auf mich wartet. An den Tagen 41 bis 43 habe ich eine schöne Stelle an der Klippe gefunden. Wow, sieh dir diese Erze an. Damit kann ich mich aufwerten. Ich bemerkte auch, dass in der Ecke ein schöner Platz für ein Lager war. Ich legte schnell ein paar Blöcke für ein Fundament hin und stellte alle Werkzeuge auf, die ich brauchen würde. Dann baute ich die Wände und schloss mit einer Glasdecke ab. Nachdem ich die Basis aufgebaut hatte, ging ich zum Erzlager und baute etwas Gold und Eisen ab. Mit dem Eisen kann ich meine Rüstung verbessern und für das Gold habe ich einen besonderen Gegenstand im Sinn. Ich habe schnell das ganze Eisen in meinen Hochofen eingeschmolzen und dann angefangen, das ganze Gold einzuschmelzen. Dann machte ich einen eisernen Brustpanzer, eiserne Leggings und einen eisernen Helm. Mit dem übrig gebliebenen Eisen beschloss ich, mir noch eine eiserne Schwertaxt, eine Schaufel und eine Hacke zu machen. Zum Schluss habe ich einen Goldblock hergestellt, den ich dann mit einigen Goldbarren und meinen Reifenspuren vermischt habe. Damit konnte ich meine Spuren auf die Mark II-Version aufrüsten, die mir noch mehr Schutz bot als zuvor. Ich habe das Gefühl, dass ich es jetzt mit allem aufnehmen kann. Von Tag 44 bis 49 verließ ich mein Haus, um endlich das Lagerhaus zu finden. Nach einer Weile konnte ich es endlich sehen. Das muss es sein. Ich hoffe, die Teile, die wir brauchen, sind da drin. Als ich das Gebäude betrat, konnte ich sehen, dass es in Trümmern lag. Dieser Ort wurde komplett auseinandergenommen. Es sieht so aus, als müsste ich nach Hause gehen und mir etwas anderes einfallen lassen. Hey, du! Eine kleine Ratte kam zu mir herübergerannt. Was würde sie wollen? Was willst du? Arbeitest du nicht mit Fat Cat zusammen? Nein, nein, ganz und gar nicht. Denkst du, Ratten wollen mit Katzen zusammenarbeiten? Diese Riesenratte hat die ganze Rattenwelt verraten. Und ich will sie ausschalten. Meinst du, du kannst mir helfen? Es klingt, als wollen wir dasselbe, aber woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Du bist in dieses Lagerhaus gekommen, weil du etwas suchst, richtig? Die Riesenratte hat all diese Lagerhäuser ausgeräumt und alles in seine Basis gebracht. Ich kann dir zeigen, wo es ist. Ich wusste nicht, ob ich ihm vertrauen konnte, aber ich stimmte zu, mit ihm zu arbeiten. An den Tagen 50 bis 53 waren die Ratte und ich unterwegs, als eine Gazelle aus seinem Dorf zu uns rief. Hey, was ist hier los? Sie erzählte uns, dass eine Gruppe von Husky ihr Dorf angreift und sie unsere Hilfe brauchen. Wenn wir ihnen helfen würden, würden sie mir etwas Nützliches geben. Ich bin immer froh zu tun, was ich kann. Sie führten uns in ein Dorf. Die Ratte schloss sich sogar den Kampf an. Vielleicht konnte ich ihm ja doch vertrauen. Es dauerte nicht lange, bis wir alle Spelzen vernichtet hatten. Die Gazelle bedankte sich für unsere Hilfe und sagte, wir sollten ihr in die Dorfswerkstatt folgen. Als wir dort ankamen, sagte sie mir, ich solle das nehmen, was in der Truhe war. Wow, sind das Blaupausen, wie man eine Fokuslinse baut? Wenn ich die bauen kann, kann ich damit das Licht in tiefe Löcher für den Bergbau umleiten. An den Tagen 54 bis 57 beschloss ich, eine Linse zu bauen und zu versuchen, Diamanten zu schürfen. Zuerst musste ich einige Ressourcen sammeln, also machte ich mich auf den Weg in die Wüste. Auf dem Weg dorthin wurde ich plötzlich von einer Bande mutierter Katzen angegriffen. Diese mutierten Tiere werden immer verrückter. Mir ist aufgefallen, dass auch ein kleiner mutanter Vogel mit ihnen kämpft. Ein Vogel, der mit Katzen kämpft? Diese Welt ist verrückt. Nachdem ich die Mutanten besiegt hatte, machte ich mich an die Arbeit und grub etwas Sand aus, um Glas herzustellen. Als ich den gesamten Sand gesammelt hatte, ging ich zurück zu meiner Basis und begann, den Sand zu Glas zu schmelzen. Gut, fangen wir mal an, die Linse zu bauen. Ich baute zwei Säulen für die Basis und setzte dann die Linse aus dem Glas zusammen, das ich gerade geschmolzen hatte. In dem Moment gab es einen Schatten auf dem Boden, aber sobald ich die Linse drehte, sollte der verschwinden. Okay, mal sehen, ob das Ding funktioniert. Schnell machte ich mich daran, ein tiefes Loch zu graben. Es ist schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass mein Akku leer wird. Als ich auf das Grundgestein stieß, baute ich einen schrägen Spiegel am Boden, damit ich etwas Strip Mining betreiben konnte. Der Spiegel reflektierte so viel Licht, dass ich mit dem Abbau an der Seite beginnen konnte. Es dauerte nicht lange, bis ich in einem Raum voller Diamanten war. Erstaunlich, das ist genau das, was ich gebraucht habe. An den Tagen 58 bis 62 ging ich in meine Basis, um zu arbeiten. Als ich unten in den Minen war, bemerkte ich, dass die Ratte sich eine kleine Hütte neben meiner Basis gebaut hatte. Zurück an meinen Basteltisch fertigte ich einen Diamantenbrustpanzer, einen Helm und Leggings an. Mit den restlichen Diamanten habe ich mir auch ein Schwert gemacht. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass diese Rüstung mich sicherer macht als zuvor.
An den Tagen 63 bis 66 traf ich die Ratte außerhalb meiner Basis. Gibt es noch etwas, was wir wissen sollten, bevor wir losgehen? Ja, du wirst jede Unterstützung brauchen, die du kriegen kannst. Also sollte jeder, der das hört, das Video abonnieren und liken. Das wird dir die nötige Kraft geben. Das ist wahr, das würde uns sehr helfen. Die Ratte und ich machten uns auf, um die Riesenratte zu bekämpfen. Als wir uns auf den Weg machten, sahen wir plötzlich ein Rudel mutierter Wölfe. Jetzt auch noch Mutantenwölfe? Das überrascht mich jetzt gar nicht mehr. Die Ratte und ich gingen in den Angriffsmodus über. Die Ratte erwies sich als guter Teamkamerad und wir konnten sie im Handumdrehen besiegen. Gute Arbeit. Ich habe das Gefühl, wir sind ein tolles Team. An den Tagen 67 bis 70 machten wir uns auf den Weg zum Rand einer Klippe, mit Blick auf das Lager der Riesenratte. Kannst du das sehen? In das Lagerhaus rannte ein riesiges Rudel Ratten, die alle verschiedene Beutestücke trugen. Wir waren definitiv am richtigen Ort. Also gut, Kumpel, wie kommen wir am besten da rein? Ich wartete darauf, dass die Ratte antwortete, aber sie sagte nichts. Plötzlich hörte ich ein lautes Quietschen und sah, wie das Rattenrudel aus dem Gebäude strömte. Sie kam direkt auf uns zu. Er hatte mich verraten. Nein, ich dachte, du bist mein Freund. Bald waren die Ratten auf mir und ich versuchte, sie abzuwehren. Oh nein, da sind so viele von denen. Ich schaffte es, ein paar von ihn auszuschalten. Aber es fühlte sich an, als würde ich den Kampf nicht gewinnen können. Und ich hatte recht. Die Ratten spritzten mir etwas, das meine Batterie erschöpfte. Und ich schaltete ab. Während ich ausgeschaltet war, haben mich die Ratten den Hügel hinunter in die Lagerhalle gestoßen und in eine Zelle gesperrt. An den Tagen 71 bis 74 begann ich den Tag deaktiviert in der Gefängniszelle, als es plötzlich eine riesige Explosion an der Decke gab. Das Dach flog weg, sodass Licht hereinkam und mein Akku wieder voll war. Als ich mich wieder einschaltete, sah ich Gary aus der Decke springen. Gary, du bist hier! Komm, Zozo, wir holen dich hier raus. Gary legte etwas TNT neben die Gefängnistüren und sprengte ein Loch in die Gitterstäbe. Als wir hindurchsprangen, wurden wir von der Rattenbande angegriffen. Ihr werdet mich doch nicht schon wieder ausschalten. Mit Garys Hilfe konnten wir die Rattenhorde abwehren, aber da wir nicht mehr in der Sonne waren, war mein Akku wieder leer. Keine Sorge, Zozo, ich habe eine Lösung für dein Batterieproblem. Gary holte seine Panzerfaust heraus und sprengte ein Loch in das Dach. Ich lud mich schnell wieder auf. Lass uns in den Vorratsschränken nachsehen. Ich bin mir sicher, dass es da ein paar nützliche Dinge gibt. Gary und ich begannen, alle Kisten zu durchsuchen. Und es gab jede Menge nützlicher Gegenstände. Netherit-Schrott. Damit kann ich meine Ausrüstung verbessern. Ich habe mir auch die Smaragde geschnappt. Wir setzten unseren Weg durch das Lagerhaus fort, wobei Gary Löcher in das Dach sprengte, während wir gingen. Im nächsten Raum fanden wir noch mehr Vorräte. Mehr Neriti-Reste und Heiltränke. Und sieh dir das an. Goldnuggets. Genau das, was ich brauche. Um ein paar Netherit-Barren herzustellen. Wir hatten gute Beute gemacht, aber wir brauchten noch Teile, um Eve zu reparieren. Es gab nur einen Ort, den wir noch nicht überprüft hatten, das Büro der Riesenratte. An den Tagen 75 bis 78 erreichten wir das Büro der Riesenratte. Pass auf, Rattenmann, wir kommen rein. Ich stieß die Tür auf und ging mit Gary hinein. Die Riesenratte lag drinnen auf seinem Schreibtisch. Eves Batterie war an der Wand hinter ihm. Gib uns die Batterie oder wir müssen dich auch ausschalten. Diese Batterie versorgt den einen Roboter mit dem Code, um Fat Cats Fabrik stillzulegen. Du hast ihn gefunden, nicht wahr? Ich weiß, wo deine kleine Basis ist. Wenn ich dich erledigt habe, werde ich diesen kleinen Roboter ein für alle Mal zerstören. Wir werden nicht zulassen, dass ihr sie zerstört. Wir nehmen die Batterie mit und machen die Fabrik dicht. In diesem Moment sprang die Riesenratte vor und griff Gary an. Wir zogen beide unsere Waffen und begannen zu kämpfen. Bleib stark, Gary. Wir können diesen Kerl schlagen. Die Riesenratte war wirklich mächtig und meine Gesundheitsleiste wurde sehr niedrig. Doch wir konnten sie besiegen. Wir haben es geschafft. Gute Arbeit, Gary. Schnapp mir uns die Batterie und verschwinden von hier. Gary? Ich drehte mich um und sah, dass Gary schwer verwundet worden war. Gary, du siehst nicht so gut aus. Komm, wir holen die Hilfe. Wir haben keine Zeit, Zozo. Aber es gibt etwas, das du zuerst wissen solltest. Ich war derjenige, der die Roboter Eve versteckt hat. Sie muss an einem sicheren Ort sein. Ich dachte, wenn ich dir den Code verrate, bist du zu sehr in Gefahr. Je mehr er sprach, desto schlechter sah er aus. Ist schon gut, ist schon gut. Vielleicht sollst du dich setzen. Gary sagte an der Wand in sich zusammen. Du warst ein toller Freund, Zozo. Ich weiß, dass du das schaffst. Sie hätte dich auch geliebt. Sie? Ich hatte gehofft, ihre Blume noch ein letztes Mal blühen zu sehen. Meine Frau, ihr Name war Eve. Gary senkte den Kopf und war weg. Danke für alles, Gary. Ich werde dich nicht im Stich lassen. An den Tagen 79 bis 84 schnappte ich mir die Batterie aus der Wand und verließ das Büro. Ich konnte nicht glauben, dass Gary weg war. Als ich die Treppen hinunterging, hörte ich eine vertraute Stimme. Jetzt, wo die Riesenratte weg ist, braucht ihr einen neuen Anführer. Und dieser Anführer sollte ich sein. Die ganze Zeit hat diese Ratte versucht, die Ratten zu übernehmen. Das konnte ich nicht auf sich beruhen lassen. Du hast mich alles gekostet. Ich stürmte die Treppe hinunter und griff die Ratte an. Ich war so wütend, dass ich sie sofort besiegen konnte. Alle anderen Ratten waren so verängstigt, dass sie sich gar nicht erst einmischten. Ich musste diese Batterie zurück zu Eve bringen und die Fabrik abschalten. Ich machte mich auf den Weg zur Basis. An den Tagen 85 bis 89 kam ich wieder in der Basis an und setzte Eves Akku-Pack ein. Nach einem Moment fuhr sie hoch und sah mich direkt an. Hallo, wie heißt du denn? Hi, ich bin Zozo. Gary hat mir erzählt, du hast einen Code, um die Fat Cat Factory zu schließen. Ist das wahr? Das ist richtig. Ich würde dir gerne helfen dabei. Wo ist Gary? Ich würde meinen Schöpfer gerne wiedersehen. Er hat es nicht geschafft, aber er hätte gewollt, dass wir zusammenarbeiten. Verstehe, tut mir leid, das zu hören, aber ich stimme dir zu. Gary und Eve waren meine besten Freunde. Und ich bin sicher, dass wir auch gute Freunde werden.
Finde ich auch. Da fällt mir ein. Könntest du mir helfen? Eve und ich gingen nach draußen und ich bekam ihre Hilfe, um die Roboterstatue fertigzustellen. Das gab mir die Kraft, mutig zu sein. Mutig wie mein Roboterheld und mutig wie Gary. Es dauerte nicht lange, bis die Statue fertig war. Das sieht toll aus. Danke für all deine Hilfe, Eve. Von da an machte ich mich daran, auch für Eve eine Bleibe zu schaffen. Ich habe dafür gesorgt, dass sie alles hat, was sie braucht, um sich wohlzufühlen. Nachdem ich das Äußere fertiggestellt hatte, richtete ich das Innere mit all den Werkzeugen ein, die sie brauchen wird. Als alles fertig war, hatte ich nur noch eine Aufgabe zu erledigen. Mit den Netzresten und dem Gold, das ich gesammelt hatte, stellte ich einen Netheritbarren her. Damit habe ich dann mein Diamantenschwert verbessert. An den Tagen 90 bis 94 beschloss ich, Garys Zimmer zu durchsuchen, um zu sehen, ob er irgendetwas hatte, das uns im Endkampf helfen könnte. Ich sah mich um, da war sein Tagebuch. Sein letzter Eintrag bestätigte seinen Plan, mir zum Lagerhaus zu folgen. Darunter war eine Notiz für mich. Wenn du das liest, ich habe es nicht geschafft. Das Letzte, was ich dir sagen muss, ist, dass Eve weiß, wie man etwas Besonderes macht. Sie kann auch eine Batterie für dich herstellen. Mit einer solchen Batterie kannst du ohne Sonnenlicht auskommen. Wow, was für ein tolles Geschenk. Ich werde sie fragen. Ich machte mich wieder auf den Weg und fand Eve. Ich fragte sie nach der Batterie. Lass mich meine Datenprotokolle überprüfen. Scannen. Oh ja, ich habe das Rezept gefunden. Hier geht's lang. Eve holte ein paar Vorräte aus seiner Truhe und ging dann zum Basteltisch hinüber. Kurz darauf gingen wir nach draußen und sie warf mir das neue Akkupaket zu. Ich steckte ihn ein. Ich spürte sofort einen Energieschub und verwandelte mich in einen riesigen Roboter. Ich hatte sogar 20 Herzen. Mein Akkupack zeigte auch, dass er aufgerüstet wurde. Wow, schau mich an. Ich fühle mich großartig. An den Tagen 95 bis 96 machte ich mich auf den Weg nach draußen. Eve und ich machten uns auf den Weg in Richtung der Fabrik. Nach einer Weile kamen wir immer näher. Als ich nach vorne schaute, konnte ich einige Ratten sehen, die an der Absperrung patrouillierten. Sobald sie vorbei waren, schlichen wir uns zu dem versteckten Eingang. Wenn wir diesen Knopf drücken, lassen sie uns rein. Ich drückte den Knopf und Eve und ich schlichen uns hinein. Als wir drin waren, sahen wir niemanden mehr. Es sieht so aus, als wäre die Luft rein. Mal sehen, ob wir zu den Robotern im Inneren gelangen können. Als wir über die offene Fläche rannten, hörten wir ein Quietschen. Ein einzelner Rattenwächter stand dort. Vielleicht kann er uns sagen, wo die Roboter sind. Hey, beweg dich nicht und wir tun dir nichts. Wo sind die Roboter? Fatcat hat sie alle im Verbrennungsraum versammelt. Er droht damit, sie alle einzuschmelzen, weil eine Roboterdame immer wieder versucht, eine Revolte anzuführen. Das klingt wie meine Mutter. Danke für den Tipp. Wir können nicht riskieren, dass du uns verrätst. Also bin ich sicher, dass du nichts dagegen hast, wenn wir dich einsperren. Eve schoss ein Rattennetz auf ihn. Ich hob ihn auf und legte ihn in mein Sicherheitsfach. Komm, lass uns in den Verbrennungsraum gehen. An den Tagen 97 bis 98 betraten wir den Verbrennungsraum und sahen meine Mutter über der Lavagrube baumeln. Halte durch, Mama, wir holen dich raus. Ich schaute durch den Raum und sah einen Hebel, mit dem das Gerät gesteuert wurde. Aber dann bemerkte ich eine Ratte auf der anderen Seite des Raumes. Sie rannte auf den Hebel zu. Oh nein, das tust du nicht. Ich rannte auf die Ratte zu, während Eve ihre Laserkanone abfeuerte. Es war knapp, aber wir schafften es, ihn auszuschalten. Zozo, bist du es wirklich? Mama, ich bin so froh, dass du noch am Leben bist. Wo sind die anderen Roboter? Wir müssen alle rausholen. Fat Cat hat sie im Zimmer neben angefangen. Ich kann sie rausholen, aber ich weiß nicht, wie wir hier unbemerkt rauskommen sollen. Es gibt einen Geheimeingang, durch den wir reingekommen sind. Den können wir nutzen. Danke, Zozo, und pass auf dich auf. Fat Cat wird in der Hauptfabrik sein. Ich liebe dich. Viel Glück. An Tag 99 verließen wir den Verbrennungsraum und machten uns auf den Weg zur Hauptfabrik. Auf dem Weg zu den Türen der Fabrik hörten wir eine furchterregende Stimme. Na, 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 wenn das nicht der kleine Zozo ist. Fat Cat schaute aus dem Fenster im zweiten Stock der Fabrik auf uns herab. Fat Cat, der Wahnsinn muss aufhören. Wir werden diese Fabrik so oder so schließen. Das werden wir ja sehen. Ratten! In diesem Moment kam das größte Rattenrudel, das ich je gesehen hatte, auf uns zu. Das müssten alle Ratten in der Fabrik gewesen sein. Es wurde Zeit zu sehen, wie gut meine Upgrades wirklich waren. Kommt her, ihr kleinen Widerlinge. Eve und ich haben alles, was wir hatten, auf die Ratten geworfen. Mit meinen neuen Fähigkeiten hatten die Ratten keine Chance. Eve schoss mit ihrer Laserkanone auf sie und ich schlug mit meiner neuen Ausrüstung zurück. Bald hatten wir es geschafft. Die meisten waren ausgeschaltet. Die restlichen Ratten liefen vor Angst weg. Ja, lauf lieber weg. Eve und ich gingen zur Tür der Fabrik. Doch bevor wir hineingingen, drehte ich mich um mit Eve zu reden. Eve, ich könnte deine Hilfe bei diesem Kampf wirklich gebrauchen. Aber wir können nicht riskieren, dass du verletzt wirst. Wir brauchen dich in Sicherheit, damit du die Fabrik schließen kannst. Ich verstehe. Und Zozo, es gibt noch etwas, was ich dir sagen will. Bevor du da reingehst. Ja, was ist das? Ich weiß, dass du es schaffen wirst. Und ich denke, jeder soll den Kanal abonnieren, um zu sehen, was du als nächstes machst. Wow, das bedeutet mir wirklich viel, Eve. Danke. Wir sehen uns, wenn alles erledigt ist. An Tag 100 betrat ich die Fabrik und sah Fat Cat, die vom Balkon im zweiten Stock auf mich herabblickte. Es ist vorbei, Zozo. Ich habe die Oberhand. Was? Diese kleine Revolution endet heute. Es ist mir egal, wie viele Ratten du tötest oder wie viele Roboter du befreist. Ich werde diesen Ort niemals schließen. Und einfach so griff er an. Als wir uns einen Schlagabtausch lieferten, wurde mir klar, dass er viel stärker war, als ich gedacht hatte. Du hättest ein tolles Leben haben können, wenn du in meiner Fabrik gearbeitet und mich reich gemacht hättest. Aber so wie es aussieht, ist es für dich vorbei. Es sah nicht so aus, als würde ich es schaffen. Doch in diesem Moment kam ein Laser aus dem Nichts und traf Fat Cat. Eve. Eve kam herein, um zu helfen, was mir einen kurzen Moment gab, meine Tränke zu benutzen. Dann habe
habe ich mich wieder in den Kampf gestürzt. Jetzt steckst du in Schwierigkeiten, Fat Cat. Als ich anfing zu kämpfen, konnte ich Fat Cat ablenken und ihn weglocken. Während ich das tat, schlich sich Eve zum Hauptschalter der Fabrik und gab ihren Code ein. Nein, meine Fabrik! Plötzlich hörte Fat Cat auf, sich zu bewegen und eine winzige Katze tauchte auf. Die ganze Zeit über war sie eine Katze in einem Roboteranzug. Das Rattenrudel tauchte auf und jagte Fat Cat aus der Fabrik. Wir haben es geschafft, Eve. Ich bin mir sicher, dass die Welt in kürzester Zeit wieder in Ordnung sein wird. Ich glaube, Gary wäre stolz gewesen. Lass uns jetzt meine Mutter suchen. Wir haben eine Menge nachzuholen.